1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio, freie Themennacht, wie immer montags, schön, dass ihr da seid. Ja, meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, mit mir zu reden, euch mit mir zu unterhalten? Über jedes Thema können wir reden, über das ihr Lust habt, mit mir zu reden. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050, Faxnummer 0800 220 5051 und die E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de und wenn ihr mailt und faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer auch draufzuschreiben. Ingrid ist die Erste heute Morgen, 48 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's, Ingrid? Ja, du hattest letzte Woche zwei mit einem Zähltick. Ja. Und ich habe einen Farbentick. Nein. Doch. Wie ein Farbentick? Farbentick, das heißt also zum Beispiel meine Wäscheklammern. Ja. Rotes T-Shirt, rote Klammern. Gelbes T-Shirt, gelbe Klammern. Grün, grün, blau, blau und so weiter. Und wie ist es bei gestreiften T-Shirts? Ja, da suche ich mir die Farbe aus, die am häufigsten vorkommt. Ach. Und bei schwarz nehme ich weiß. Bei schwarz nimmst du weiß? Ja. Warum? Der Gegensatz. Gegen schwarze Klammern gibt es doch, gibt's auch. Schwarze also Plastik? Ich habe noch keine. Nee? Nee, habe ich nicht. Ich sage das jetzt hier so ganz keck, gibt's, weil ich immer denke, es gibt alles. Aber naja, du bist die Fachfrau, du wirst es wissen. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe noch keine schwarzen gesehen. Ja, also es bezieht sich so auf Wäscheklammern. Nee. Auch. Im Badezimmer, im Badezimmer genau. Zum Beispiel richte ich alles nach den Dekorfliesen aus. Nämlich, also den Vorhang, bitte? Die sind, wie sehen die Dekorfliesen aus? Ja, so Weinrot, Ockergelb. Ja. Und meine Vorhänge sind also entsprechend Terrabraun oder Ockergelb. Gut, da könnte man auch denken, okay, die Ingrid... Ja, gut, ne? Aber das geht dann weiter. Handtücher, Schwamm, Zahnbürste, Wattestäbchen, Seife, Deospray. Klopapier? Kammbürste, Klopapier ist weiß, weil ich die Farbe nicht bekommen habe. Bis jetzt. Geht dir ein bisschen gegen den Strich, ne? Das weiße Klopapier. Ja gut, ich habe aber weiße Becken, also weiße Armaturen. Ah ja, dann passt es wieder. Das passt wieder, ja. Aber Lotionspende, Haarbürste, der Föhn, Badreiniger, WC, Duschgel, alles, was es gibt in derselben Farbe. Im Gäste-WC ist alles blau. Und wie ist das in den anderen Räumen? In der Küche zum Beispiel. Küche ist ja auch ein heikler Ort. Grün. Die grün. Also grüne Arbeitsplatte, dann ist der Spülschwamm grün, das Spülmittel grün, ja. Topflappen grün, Handtücher grün. Und das Wohnzimmer, wir gehen mal ein bisschen die Zimmer durch. Wohnzimmer ist auch grün, das ist weil auch die Tür grün. Immer offen ist, das ist alles so grünlich gehalten, also ach. Die Vorhänge grün, Bilderrahmen grün. Also das ist jetzt nicht nur so eine Geschmackssache, sondern das ist richtig ein Tick, du musst es so haben. Ja. Du entscheidest dich in einem Raum so für eine Grundfarbe und konzipierst dann alles drum darum. Wenn dem nicht so wäre, würdest du dich unwohl fühlen? Fühle ich mich unwohl, extrem unwohl. Immer schon? Ja, eigentlich solange ich denke, dass es immer schlimmer wird. Ach so, je älter, desto... Ja, es ist also so, dass ich inzwischen im Auto den Kugelschreiber habe, in der Farbe, wie das Auto ist. Im Keller? Machst du das im Keller genauso? Im Keller nicht. Nee, da bist du ganz frei. Da komme ich auch nicht hin. Ja gut, aber man muss ja schon mal in den Keller oder gehen. Oder so oft. Ja, nicht so gut, oft. Ab und zu, aber da stört es mich eigentlich dann weniger, weil ich es ja nicht mehr sehe. Hast du einen Garten? Nein, leider nicht. Da wäre es dann ja vielleicht auch schon schwierig, ne? ist das so ein Ding? Markise und so weiter wäre wahrscheinlich alles farblich abgestimmt. Genau. Ist das so ein Ding, das dich wirklich sehr beschäftigt so in deinem Leben? Ja. Es muss einfach stimmen. Und da gebe ich keine Ruhe, bis ich alles habe. Aber ist es noch so ein Tick, wo du sagst, naja, ich muss da noch nicht zum Psychiater wegen? Ja, manchmal überlege ich das schon. Ne? Ehrlich? Meine Schwester sagt auch zu mir, du bist schon reif. Aber eher nur so ein bisschen spaßig. Ja, na klar. Ja. Kannst du dich erinnern, als das anfing? War das so in der Pubertät oder? Nee. Ja, seit ich im eigenen Haus stand halt. Ach so, mit dem eigenen. Machen kann. Ja. Was sagen deine Lieben um dich herum? Gut, die meisten merken es gar nicht so, oder? Beziehungsweise, wer es registriert, schüttelt erstmal den Kopf. Ja. Denn das ist schon. Bist du verheiratet? Nicht mehr. Nicht mehr. Aber dein Mann hat das dann alles mitgemacht früher? Ja, klar. Und das war okay für den? Ja, der hat sich nie darum gekümmert. Das war ihm egal. Achso, die grüne Küche und das. Ja. Blaue, ne? Blaue Badezimmer?
Blaues Gäste-WC. Blaue Gäste-WC. Mann, das ist ja schrill. Das ist ja wirklich schrill. Was es alles so für Ticks gibt, ne? Ich höre ja immer mehr von Leuten hier, so ganz, ganz skurrile Sachen. Aber ich finde, solange man wirklich nicht drunter leidet, ist das ja okay. Du, das geht mit der Kleidung weiter, ne? Bitte? Ich habe also bestimmt 10 Brillen. Ich bin Brillenträgerin. Ja. Und da muss die Brille natürlich immer zum Outfit passen. Verstehe. So liebe Ingrid. Eben die Brille auch. Schön, dass wir abend kurz darüber reden können. Mhm. Ich wünsche dir alles Gute. Gut, dir auch. Und sag Tschüss und Bye-bye. Übrigens, ich habe noch eine Bitte. Ja. Ihr habt immer so lange Sommerpausen. Ja. Könntet ihr da nicht irgendwelche Wiederholungen mal bringen, wenn das, du nicht da bist? Das ist eine pfiffige Idee, das überlegen wir mal. Also das ist Wahnsinn, die lange Pause immer. Also wir überlegen das mal, Ingrid. Da könnte man doch ganz gut die Wiederholungen bringen. Ja, gute Idee. Übrigens nettes Team und dir auch alles Gute. Dankeschön, Ingrid. Ich höre seit 6 Jahren mindestens. Ja. Toll. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. So, jetzt möchte ich euch, die Fernsehzuschauer, auch ganz herzlich begrüßen. Willkommen bei Domian, willkommen hier beim 1 Live Talk Radio. Wir haben im Fernsehen eine kleine Verspätung, deshalb haben wir hier im Radio auch schon angefangen mit dem ersten Gespräch. Ja, wir haben Montagnacht. Montagnacht ist traditionell eine offene Telefon-Talkshow-Nacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ihr kennt das ja über was auch immer, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder die Faxnummer 0800 220 50 51. Ich begrüße jetzt Jasmin und Jasmin ist 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Jasmin. Es geht um Folgendes. Ich bin seit 2 Jahren in einer lesbischen Beziehung. Ja. Und zwar, es geht um Folgendes. Ich wollte eigentlich mit meiner Freundin schon damals zusammenziehen. Das Problem ist, sie ist seit 6 Jahren verheiratet und sie kriegt den Mann aber auch nicht los. Das Problem ist, ich verstehe mich mit dem Mann auch sehr gut. Mhm. Und, Entschuldigung, bin meine Stimme, ich war verkältet ein bisschen. Weiß der, dass ihr beiden zusammen seid? Er ahnt überhaupt nicht. Er ahnt überhaupt nicht von der ganzen Beziehung. Also diese Beziehung ist völlig geheim? Ja, also sie hat keine Gefühle mehr gegen ihn über. Mhm. Aber sie traut sich auch nicht, mit mir zusammenzuziehen. Also in eine eigene Wohnung zu wohnen und einfach Warum neu nicht? Anfangen. Warum nicht? Sie hat so Angst vor ihm, also er ist auch gewalttätig, muss ich sagen. Mhm. Ich will aber jetzt auch den Namen nicht, ich will anonym Nein, natürlich, du hast den Namen nicht nennen, um Gottes Willen. Ja, klar. Und es ist halt auch so, sie hat auch früher Schicksale gehabt, sie ist von ihrem eigenen Vater vergewaltigt worden. Mhm. Und sie hat gesagt, also sie empfindet nichts für einen Mann. Mhm. Sie will mit mir zusammen sein. Sie hat zwar Angst vor dem lesbischen Leben. Ich muss dazu sagen, ich bin seit 2 Jahren habe ich entdeckt, dass ich auch lesbisch bin. Ja. Ich habe mit einer Freundin auch schon zusammen geschlafen. Und das Gefühl war einfach auch ganz anders als mit dem Mann. Und ich habe auch nur Enttäuschungen gehabt. Diese Beziehung, die seit 2 Jahren jetzt läuft mit der verheirateten Frau, das ist aber eine richtige Beziehung mit allem drum und dran. Ihr habt Nein, noch nicht ganz. Es ist fast eine Beziehung. Aber ihr habt miteinander geschlafen schon. Es war mehr so Peking, also Peting. Petting. Ach so, also... Ja, es ist noch... Ich lasse ihr Zeit, ich liebe sie über alles. Ja. Sie weiß es auch und es ist nur Kuscheln, es ist zärtlich sein, spazieren, lachen, gemeinsam alles, was man so eigentlich in der Beziehung macht. Es ist eigentlich nur sexuell nichts, aber damit habe ich auch keine Probleme. Ich kann warten. Du kannst warten, aber irgendwann sollte es dann schon auch mal passieren. Genau. Ne? So. Es ist das Problem immer, wenn ich zu Hause bin, dann ruft sie an und dann hätte sie gern Sex oder Ach, dann hätte sie gerne mit mir irgendeine Sauna. Oder ihr kuschelt, wenn ihr zusammen wenn ihr zusammen seid, kuschelt ihr, dann fährt sie nach Hause und ruft dich an und sagt, jetzt hätte ich gerne Sex. Ja genau, ich kapiere das einfach nicht. Also, ist ja ein bisschen schräg. Sie ist sich nicht sicher, sie will, vielleicht kann sie es auch noch nicht wahrhaben, aber... Mhm. Gut, so, jetzt, die Grundfakten sind 2 Jahre zusammen, sie ist verheiratet, liebt den Mann überhaupt gar nicht mehr. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht mehr, da ist völlig tote Hose in jeglichem. Läuft überhaupt nichts mehr. Also. Ja, haben die Kinder, die beiden? Nee. Auch nicht. Nee. Was ja gut ist, das vereinfacht die ganze Sache. Ja. So, das Problem ist jetzt, dass du dich darüber ärgerst, oder dass es für dich auch ein Problem ist, dass sie nicht von ihrem Mann wegkommt? Ja, und ich kann ja auch nicht so helfen. Also er ist kräftig, er schlägt Frauen, das weiß ich. Mhm. Und ich habe selber Angst, weil ich früher auch viele Schläge einstecken habe müssen. Mhm. Also im Gleichen, sie hat einfach wirklich nur Angst, ist, ne?
ja genau, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation momentan umgehen kann oder wie soll ich es, also ich kann es verstehen auf einer Art, aber auf der anderen Seite wieder nicht, also ich weiß nicht, wie mit dem Problem ganz fertig werden. Weißt du, Jasmin, auch wenn man das verstehen kann. Es schmerzt halt jedes Mal, ich muss wieder gehen, wir können nicht klar zusammen sein. Also auch wenn man das verstehen kann, wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Männern und im Moment schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Mann, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast. Dennoch ist das natürlich nicht die Begründung dafür, dass man das jetzt so weiterlaufen lassen sollte. Jetzt muss darüber nachgedacht werden, wie man deiner Freundin helfen kann und begreiflich machen kann, dass die beste Lösung für... Ich habe mir auch gedacht, Damian, dass es vielleicht auch an mir liegt. Ich war früher nicht lesbisch, muss ich dazu sagen. Ja. Ich habe ja auch 3 Partner gehabt in meinem Leben. Ja. Sagen wir mal, also der letzte, wo ich gehabt habe, der war auch in 2-jährige Beziehung, der ist fremdgegangen. Gut, warum sollte es an dir liegen, wenn du früher nicht lesbisch warst? Du bist nein, das, also ich sage halt einfach, ich bin jetzt, also ich will nicht, also ich kann nicht beweisen, dass ich lesbisch direkt bin, das weiß ich ja nicht. Aber ich halt, also ich fühle mich zu Frauen schon hingezogen, gut, aber wenn ich eine habe, dann habe ich eine, dann halte ich die auch. Okay, darum geht es auch gar nicht. Dass du dich jetzt theoretisch festlegst, ich bin nun eine lesbische Frau oder so. Entscheidend ist doch, dass du sagst, ich liebe diese meine Freundin. Ja, genau. So, und das ist so einfach, ist emotional, innerlich, das, also es so, harmoniert das, einfach. Genau, und das ist das Entscheidende. Insofern bist du jetzt erstmal... Ich will nicht auch lassen, ich will nicht zerstören, dass ich sie jetzt eindrängen will. Oder. Nee, aber ich finde, seit 2 Jahren geht das jetzt schon so und seit 2 Jahren ist sie unzufrieden mit ihrer Ehe. Ja, genau. Ja, so. Dann finde ich schon, dass man gemeinsam darüber nachdenken sollte, was kann man tun, was ist zu tun. Und ihr und sie auch ermutigen, da rauszugehen. Wenn ich jetzt mit deiner Freundin telefonieren würde, ne? So muss man sich ja vorstellen, dann würde ich aber ganz klar ihr sagen, hier Mädchen, du musst eine Konsequenz ziehen. Du musst auf jeden Fall aus dieser Ehe raus, wenn du dich da nicht wohlfühlst, wenn der Typ dich schlägt, wenn da keine Liebe mehr ist. Das ist der allererste Schritt. Wenn du dann zusätzlich im Moment sogar noch eine Freundin hast und dich für eine lesbische Beziehung entschieden hast, umso besser für dich, weil es dich auffangen kann. Aber sie muss da raus. Und wenn sie Angst hat vor dem Typ, dass er sich schlägt oder gewalttätig wird, dann soll sie sich beraten lassen. Soll sie in ein Frauenhaus gehen. Soll sie mit Frauen reden, die mit solchen Männern sich auskennen und die ganzen Tricks auch auf Lager haben, was man da machen kann. Das ist ja das Problem. Ich habe das auch vorgeschlagen und er hat gesagt, das ist ja das. Sie sagt immer, man sieht auch nichts, aber es ist ja körperlich schlagen. Also es gibt ja verschiedene Strategien, sage ich mal. Gell? Und das ist aber Terror, also ich nenne das Terrorismus. Oder wie sagt man eigentlich, sie wird eingeengt. Sie will es nicht. Okay, Jasmin, und aber was ich... sie wohnen, ich weiß nicht, sie hat zu mir gesagt, eigentlich will sie nicht mit mir zusammenziehen, ich soll zu ihr ziehen, damit der Typ geht. Jetzt bin ich halt überlegen, soll ich das wirklich machen oder... Ich weiß es ja nicht. Nein, das würde ich nicht. Ich würde nicht da... Nein, ich würde nicht in diese Wohnung reinziehen. Vielleicht wäre es sogar ganz klug, wenn sie sich erstmal alleine trennt und auch erstmal alleine wohnt. Ihr könnt ja dennoch befreundet sein, ihr müsst ja nicht gleich zusammenziehen. So wie es ist. Jetzt muss ich dich aber... Ne, also ich sage jetzt platonisch, aber es ist... Also platonisch, das ist zurzeit alles. Ich kann nicht sagen, dass eine richtige Beziehung ist, wenn das gut, ihr müsst ja auch nicht... Ihr müsst ja auch nichts überstürzen. Beziehung. Ihr müsst ja nicht überstürzen. Ihr müsst ja auch nicht zusammenziehen. Jetzt muss ich dich über was ganz, ganz Entscheidendes fragen. Ja. Du hast gerade am Anfang etwas gesagt, die ist da mit jemandem zusammen, den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Oder den mag ich ganz gerne. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, als Freund, als Spezi, als Kumpel oder wie sagt man? Den magst du als Freund, als Spezi, als Kumpel, der deine Freundin so behandelt? Nein, das nicht. Das habe ich erst zu spät erfahren. Ja gut, dann müsstest du ihn doch jetzt nicht mehr mögen. Jetzt mag ich ihn nicht mehr. Ja, gut. Ich habe es mir erst vor kurzem erfahren. Ach so. Das ist jetzt 14 Tage her, das weißt du mal. Jasmin, meine Auffassung ist ganz klar. Deine Freundin muss aus dieser Beziehung, aus dieser Ehe raus. Ja, die muss unbedingt raus. Da muss sie raus. Ich würde dir auch raten, und euch, vielleicht ist es einfach gesünder für euch beide, dass ihr nun nicht gleich zusammenzieht, sondern dass sie erstmal alleine ist. Ihr könnt euch ja oft besuchen und miteinander was machen, aber wohnt nicht gleich zusammen. Und könnt dann euch ausprobieren, wie nah ihr wollt oder wie... Ja, ist nämlich das Zweite. Also ich kann schon allein sein, aber sie ist eine Frau, die kann nicht allein sein. Also das hat sie mir schon gesagt. Da muss es lernen. Sie ist 10 Jahre älter als ich und... Das ist noch kein Alter, da kann man das auch nochmal ausprobieren. Ja, ich habe es auch gesagt, vielleicht ist es ganz gut, weil dann kann sie sich erst zu sich finden und überhaupt nicht mal überlegen, ob sie überhaupt dann auch auf meine Seite ist oder sich dann neu verliebt. Ich weiß es ja nicht, aber das Gefühl gibt es mir nicht, aber ich denke halt weiter und...
Du ermutigst sie. Ja, genau. Du musst sie liebe Kraft. Nein, du musst sie. Ja, du musst sie ermutigen. Du musst sie ermutigen und ihr auch Kraft geben, dass sie da rausgeht aus der Beziehung. Ja. Das ist der allererste Schritt für alles. Und zieh du da nicht ein in die Wohnung. Ich habe schon geschafft, dass sie mal eine Nacht nicht nach Hause kommt, ohne dass er durchdreht. Ich habe das schon mal geschafft. Also wir sind schon einen Schritt weiter. Also wir sind einen Schritt auch voraus. Wir sind auch einen Schritt, wir kommen dem Ziel näher. Mhm. Aber es dauert, wie gesagt, ich weiß nicht, ein Jahr noch, zwei Jahre, Monate, zu lange. Wochen, ich weiß es nicht. Das ist zwei Jahre ist zu lange. Ja, das ist auch zu lange. Es muss schnell. Ich will warten, gell? Ja, ich finde, krankhaft an, aber ja, ich finde schon, dass es jetzt dann an der Zeit ist, nach zwei Jahren, wenn das so kaputt ist, diese Beziehung, dass sie da raus muss. Wenn du gerne noch eine Beratung haben möchtest, was deine Freundin unternehmen kann, an wen sie sich wenden könnte, wenn sie da rausgeht, dann wären wir dir gern behilflich. Ja, das wäre lieb. Ja. Dann legst du auf und mein Psychologe Johannes ruft dich an. Oh ja, Gott, danke. Okay. Alles Gute. Tschüss, Jasmin. So, ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Testamente. Ich möchte gerne mit euch erstmal ganz generell über Testamente mich unterhalten. Frage, habt ihr schon ein Testament gemacht? Was steht da drin? Wart ihr vielleicht mal berücksichtigt in einem Testament und habt eine Erbschaft bekommen oder irgendetwas? Ist euch offenbart worden in einem Testament? Also das Thema morgen, Testamente, eine ganze Stunde lang. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 geht's hier los im Radio und im Fernsehen. Ich hoffe pünktlich morgen. Heute freie Themennacht. Martin, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema, Martin. Ja, mein Thema ist meine Neigung zu Männern. Ich muss aber dazu sagen, dass ich verheiratet bin und ein Kind habe. Mhm. Deine Neigung zu Männern, das heißt, du bist bisexuell oder mittel? Ja. Ja, schon, ja. Ja? Oder eher mittlerweile schwul? Ja, ich würde fast mehr dazu tendieren, das zu sagen, ja. Wie lebst du denn deine Neigung zu Männern aus, wenn du verheiratet bist, in einer festen Beziehung steckst? Ja, es geschieht in aller Heimlichkeit. Also meine Frau weiß nichts davon oder ich nehme auch stark an, dass sie nichts davon ahnt, weil ich es wirklich sehr verdeckt und heimlich eben mache. Wo und wie machst du es denn? Ja, also ich... Wie soll ich das sagen? Im Moment, mir ist ziemlich heiß jetzt im Laufe des Gesprächs. Total nervös auch. Also ich habe noch nie mit einem anderen darüber gesprochen, muss ich auch noch dazu sagen. Ja. Dann ist das schon... Fällt mir irgendwie schwer, aber okay, ich versuche es mal. Ja, ich verstehe, dass einem das schwerfällt, wenn man das noch nie besprochen hat. Aber erzähl einfach mal so ein bisschen aus dieser geheimen Welt. Wohin gehst du, um Männer kennenzulernen? Ja, also zuerst hat es damit angefangen, dass ich einfach mal so rumgehört habe oder einfach mitgehört habe, wenn wir irgendwo unterwegs waren und ich mir dann gedacht habe, so an diese Locations oder in dieses und dieses Lokal könntest du doch mal reinschauen. Mhm. Dann hat es aber wieder lange gebraucht, bis ich den Mut gehabt habe, mich dorthin zu wagen. Weil du gehört hast, dass das ein schwules Lokal ist. Genau, ja. Also bin dann aber doch dorthin gegangen und ich war zuerst ein bisschen erschreckt und irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil wenn ich dort aufgetaucht bin, dann ist man sofort von oben bis unten taxiert worden und mit den Blicken einfach ausgezogen worden, ne? Frischfleisch, ne, so auf die Art. Ne? Ja gut, aber so ist es doch in normalen Diskotheken auch. Da gucken die Mädels die Männer an und ziehen die Männer aus und die Männer ziehen die Mädels aus, wenn man irgendwo reinkommt. Irgendwie ist es auch normal. Ja, schon, aber gerade in diesen Lokalen, ne, für mich ist das total unangenehm gewesen. Mhm. Also bin mir dort irgendwo deplatziert vorgekommen. Ja. Also dieses Lokal war so der Einstieg für dich in die schwule Welt. Ja, mehr oder weniger, ja. Also es war einfach die Neugier einfach drauf, also das kennenzulernen. Wie viele Jahre liegt das zurück? Ja, das liegt jetzt schon, ich war damals, 32. Also 8 Jahre liegt das zurück. Ja, aber meine Neigung eben zu Männern hat damals schon angefangen in jungen Jahren, also mit 12, 13 Jahren. Und hast du es bis zu deinem 32. Lebensjahr alles verdrängt? Nein, eben nicht. Also es war in dieser Zeit, wo ich 12, 12,5, da war ein Nachbarsjunge,
Der war 6 Jahre älter wie ich, also schon auch komplett entwickelt. Mhm. Der war aber zu dieser Zeit schon schwul. Also mhm. Und, ach so, hast du ja, da deine ersten Erfahrungen gemacht, so als genau, Jugendlicher, ja. Als Pubertierender? Genau, aber danach, war interessiert, ich war auch interessiert an meinen Geschlechtsteilen und, ja. Und also, was man damit alles einstellen kann. Aber so nach der Pubertät hast du es dann einschlafen lassen? Ja, schon sehr. Und ist es dann im Alter von 32, dann ist es dann in dem besagten Besuch dann wieder losgegangen oder ausgebrochen? Ja, es hat schon vorher auch also mit Interesse begonnen. Ich habe dann schon auch öfter so Männern nachgeguckt, so auf die Hintern geguckt. Und gut, aber ist nichts Krasses passiert, keine Nein, Sex? Nein, überhaupt nicht. So, also ich habe mir dann auch noch gedacht, du bist verheiratet, also nein, das darfst du nicht. Ja, klar, ja. So, jetzt sind 8 Jahre vergangen. Habe ich das richtig verstanden, dass du dir die Sexpartner dann in schwulen Lokalen suchst? Ich habe sie anfangs dort gesucht. Ich muss sagen, ich sehe nicht schlecht aus, also vom Äußerlichen her und so. Ich schaue sehr auf mein Outfit und, ja. Und eben na, alles, was halt drumherum gehört. Ja. Dass man eben ja lukrativ aussieht, also für andere auch, dass man nicht eine Antisympathie oder etwas erzeugt. Das heißt, wo lernst du die Männer kennen für den Sex? Wo lernt man die Männer kennen? Ja, ich gehe am meisten, ich gehe sehr gerne in die Sauna, habe ich auch vorher gerne gemacht. Also in schwule Saunen? Ja, und dann habe ich eben erfahren, dass es bei uns, also ich muss dazu sagen, ich lebe sehr auf der ländlichen Gegend, also mhm. in der ländlichen Gegend eben. Mhm. Bei uns ist es sehr verböhnt und da muss man halt etwas weiter wegfahren. Mhm. Also schwule Saunen, schwule Lokale. Ja. Gehst du auch in so Parks, in schwule Parks, wo man so den schnellen Sex haben kann? Habe ich auch gemacht, aber das ist eben nicht das Richtige. Ich habe dann wirklich es mit der Angst zu tun bekommen dort, also weil da wirklich Männer rumlaufen, die ohne Schutz und ohne mit der Wimper zu zucken. Ist das denn, Martin, dieser Sex, den du mit Männern jetzt sehr heimlich praktizierst, sind das immer wechselnde Partner oder hast du mittlerweile eine feste Sexaffäre? Ich hatte eine feste Sexaffäre, die ging über 2 Jahre. Mhm. Ich muss sagen, ich habe sie wirklich genossen und alles nur habe ich dieser Sexaffäre oder dieser Beziehung, ja, Partnerschaft möchte ich fast sagen, mich nicht getraut zu sagen, dass ich verheiratet bin. Und ach so. Da hast du deine Frau belogen und hast den Mann belogen. Genau, ja. Mhm. Und da war ich wirklich, zwischen 2 Stühlen in einer großen Zwickmühle drinnen. Ja, im Moment hast du keinen Partner. Im Moment habe ich keinen Partner. Ne? Liebst du denn deine Frau noch? Ja, ich muss sagen, ich fühle mich zu ihr total hingezogen. Und auch sexuell? Auch im Sexuellen, ja. Das heißt, ihr schlaft noch miteinander? Ja, ja. Das gefällt dir auch? Gefällt mir sehr. Also findest du auch geil? Geil und ja, echt. Ja, man muss es ja so fragen. Wenn du hast gerade am Anfang gesagt, nee, ist schon wichtig, du hast gerade am Anfang gesagt, eigentlich tendiere ich jetzt mehr zum Schwulen, dann muss man das schon so fragen. Und du denkst auch, wenn du mit deiner Frau schläfst, nicht an Männer. Meine sexuellen Fantasien schweifen dann schon sehr ab. Mhm. Also eben in den männlichen Bereich. Und ich muss auch sagen, wenn ich unterwegs bin oder mit meiner Frau unterwegs bin oder irgendwo Kaffee trinke oder irgendwo eine Jause oder etwas einnehme, ne? Ich schaue sehr auf Männer. Also meine Blicke und meine Gedanken gehen wirklich wieder Richtung Mann. Und sie, meinst du, hat wirklich überhaupt keine Ahnung? Ich meine und nehme stark an, weil für sie ist Homosexualität oder Neigung zu Männern, es ist für sie kein Thema. Mhm. So, also dann bist wenn du natürlich, wir auch darüber sprechen, sie spricht sehr tolerant über solche Sachen und das wundert mich oft. Also, ja gut, klar, das ist ja wahrscheinlich dann aber, verändert sich die ganze Sache völlig, wenn sie erfährt, dass du betroffen bist. Genau, ja. Und dann wahrscheinlich auch nicht vielleicht, dass sie weniger tolerant dem Ding an sich gegenübersteht, sondern weil sie halt merkt, dass sie betrogen wird und wurde. Mhm. Ne? So, ich stelle mir dein Leben jetzt und eben seit vielen Jahren in einer äußersten Zwickmühle vor. Mhm. Und ich stelle mir dein Leben auch als sehr bedrückend vor. Ja, ich habe so gehört, dass du deine Frau schon schätzt und magst und respektierst. Also man hat Achtung vor der Frau und man hat ja auch eine gemeinsame Vergangenheit, ein Kind und so weiter. Genau, ja. Aber da sind noch andere Leidenschaften in dir, die auch hier ihre Befriedigung suchen. Genau, ja. Und ich kann diese Leidenschaften einfach nicht unterdrücken. Einfach nicht unterdrücken und auch nicht richtig ausleben, so wie ich es wirklich möchte. Ich meine, ich möchte wirklich gerne
meine Leidenschaft ausleben, aber irgendwo in Offenheit. Nur getraue ich es mich, meiner Frau einfach nicht zu sagen oder mitzuteilen, weil ich wirklich Angst davor habe, sie zu verletzen, ihr weh zu tun. Und das möchte ich überhaupt nicht. Ich meine, im Prinzip, ohne dass sie es weiß, tust du ihr unendlich weh und verletzt sie schon seit Jahren. Ja. Ne? Ja. Könntest du dich in einen Mann auch verlieben? Ist das denkbar? Denkbar wäre es. Mhm. Es wäre denkbar, nur... Mhm. Ich weiß nicht, wie weit es gehen könnte oder wie weit es gehen würde. Ich habe Martin, ich denke gerade über deine Lebensalternativen nach. Mhm. Es gäbe die eine Bahn, die eine Möglichkeit, dass du weiter so in der Lüge, im Geheimnis lebst wie bisher. Und dabei dabei immer mehr ein schlechtes Gewissen wahrscheinlich bekommst und natürlich extreme Gefahr läufst, dass das doch irgendwann doch mal durchsickert. Genau, ja. Vielleicht beispielsweise auch durch unser Gespräch hier. Mhm. Ich habe lange mit mir, ehrlich sagen, ich habe deine Sendungen sehr, sehr oft verfolgt und mit Interesse verfolgt. Und ich muss sagen, Hut ab und Hochachtung. Und auch deinem Team. Tolle Sache und wirklich ein tolles Team. So, die andere Seite ist, und dann wird es jetzt aber ganz schwer für dich. Das wäre der Schritt der Befreiung. Der Befreiung in ein vollkommen anderes Leben. Die Befreiung würde bedeuten, ein sich erklären und ein sich öffnen der Frau gegenüber. Natürlich, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich mit der Konsequenz, dass die Ehe, so wie sie jetzt besteht, nicht mehr bestehen wird. Genau, ja. Vielleicht aber mit der Hoffnung, das hört man ja immer wieder, wenn Männer im etwas gehobeneren Alter, sage ich jetzt mal, ich möchte ja nicht zu nahe treten, mit 40 Jahren ist ja noch alles im guten Bereich. Kein Problem, du kannst es ruhig sagen. Ja, nein, das hört man ja oft, dass die Familien sich dann doch zusammenraufen und hinterher Mann und Frau die besten Freunde sind und immer letztendlich immer verbunden sind miteinander. Und den Männern wirklich eine Last von den Schultern fällt, oder den Frauen, je nachdem wer betroffen ist, endlich offen und frei zu leben. Ich finde, dass dieses eigentlich der richtige Weg ist. Der für dich ehrlichere Weg, den für deine Frau ehrlichere Weg, auch für dein Kind letztendlich irgendwann. Wie alt ist deine Tochter? Das ist halt total schwer. Bitte, wer? Wie alt ist die Tochter? Nein, ich habe einen Sohn. Ein Sohn. Wie alt ist der Sohn? Der ist jetzt 16. 16, naja gut. Dann ist er ja auch schon sehr, sehr, ihm kann man das ja gut erklären dann. Ja, ich nehme stark an, dass mein Sohn das sicherlich leichter versteht und aufnimmt, als wie meine Frau. Also. Wenn du diesen Weg gehst, den ich für den richtigen halte, weil alles andere ist Lüge, ist Murks, ist schreckliches Leben in irgendwie in einer Verfinsterung. Ja, ich muss dir recht geben, ich kann da gar nicht widersprechen, ich muss dir recht geben. Ja, und wenn du jetzt diesen Weg... Du mir rätst, für mich ist das total schwer... Das ist irre schwer. Ich weiß nicht, wie ich das angehen soll oder wie ich beginnen soll oder wo. Ich bin total, Weißt du, es ist jetzt die Frage, um die Verletzungen für deine Frau mal im Rahmen zu halten, dass du ihr vielleicht gar nicht erzählst, was in den letzten 8 Jahren alles so passiert ist, sondern dass du einfach sagst, dass du in der letzten Zeit, vielleicht kann man da auch mal ein bisschen flunkern, das entdeckt hast und das, du kannst ja vielleicht das ein oder andere gestehen, aber vielleicht ist es sehr, sehr rücksichtsvoller, wenn du ihr nicht erzählst, dass du 8 Jahre sie so hintergangen hast und ich glaube, das ist sehr schlimm für die Frau. Ja. Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass ihr irgendwann ein solides platonisches Verhältnis miteinander habt. Aber ich finde, das wäre der richtige Weg, das genau so zu tun. Also sich zu öffnen und der Frau das zu sagen. Ja. Davor habe ich eben Angst. Also, aber es ist der Vorschlag, den du jetzt gerade gemacht hast, dass man nicht die ganze Zeitspanne hernimmt, die 8 Jahre, sondern dass man die Zeitspanne praktisch zusammenrückt, dass man die... Genau, Ich kann dir gar nicht mehr sagen, Martin. Der Fall ist für mich ganz klar und die Angst verstehe ich auch, aber da musste alleine durch die Angst. Ich habe es mir auch eingebockt. Ne? So, irgendwie schon, ja. Ja, schon. Ne? Ich habe mittlerweile eben durch das Kennenlernen von anderen Schwulen auch Freundschaften geschlossen, mit denen ich zusammensitze, wo wir Gespräche führen. Und ich muss sagen, sie sind alle also total liebe Menschen und ich mag die irrsinnig gern. Also darum geht es nicht. Es geht darum, dass du klare Verhältnisse mit deiner Frau schaffen musst. Und dafür wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Martin. Ja, ich danke dir, Romy. Und sehr viel Mut und sehr viel Kraft dafür. Dankeschön, werde ich sicherlich gebrauchen können. Auf Wiederhören. Ich danke dir. Tschüss.
0800 220 5050. Die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 220 5051. Wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. Die Stammhörer und Zuseher werden sich ja schon denken, er sagt es immer wieder. Aber ich muss es immer wieder sagen, weil wir in irren Mengen Mails bekommen mittlerweile und oft interessante Sachen darauf stehen und die Leute gerne in die Sendung möchten. Und da steht keine Telefonnummer drauf. Und dann ist das alles sehr kompliziert, ehe man dann an die Leute rankommt. So, Ralf, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Ralf. Ja, hallo, Domian. Hallo, Ralf. Domian, ich habe ein Anliegen. Und zwar, meine Verlobte ist vor 2 Monaten verstorben. Mhm. Und ich komme damit nicht klar mit der ganzen Sache. Das ist plötzlich und unerwartet passiert. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wie alt ist sie geworden? Sie war 34,5 Jahre alt. Mhm. Und an was ist sie so plötzlich gestorben? Sie hat einen Aneurysma im Kopf gehabt, das ist geplatzt und dadurch ist sie gestorben. Mhm. Und zwar ist es so gewesen, dass es geplatzt und Blut lief ins Gehirn rein, mhm, und musste ja dann operativ entfernt werden. Und nach einer kurzen Zeit hat sie dann noch einen Hirninfarkt dabei gekriegt und da war sie dann nachher hirntot gewesen. Du sagst deine Verlobte, das heißt, ihr hattet vor zu heiraten? Wir wollten dieses Jahr am 25. Juli heiraten. Ist schon alles geplant gewesen. Alles geplant. Ja. Dann trifft einen ja sowas natürlich unglaublich, ne? Wenn man überhaupt nicht ein bisschen vorbereitet ist. Mhm. Also wenn jemand jetzt schwer erkrankt ist, längere Zeit, aber so ein plötzlicher Schicksalsschlag ist ja dann unbegreiflich eigentlich. Ja, und das Schlimmste ist, ich durfte noch niemals auf ihre Beerdigung gehen, noch niemals Abschied vom Grab nehmen. Warum? Wir hatten uns mit den Eltern verstritten gehabt. Ja. Das ist 2 Jahre her. Ja. Und zugesagt wurde mir, dass mir Bescheid gesagt wird, wann Beerdigung ist und Beisetzung und alles. Aber ich durfte nicht von ihr nicht verabschieden am offenen Grab. Mhm. Ich konnte mich nur im Krankenhaus bei ihr verabschieden, wo sie die Geräte dann eben runtergefahren haben und mir offenbart wurde, dass sie hirntot war. Ja. Da konnte ich mich im Krankenhaus von ihr verabschieden und seitdem. Ich habe auch keinen Kontakt mit den Eltern. Ich versuche es, aber... Weißt du denn, wo sie bestattet ist? Ja, ich fahre täglich, wenn es geht, hin. Sobald ich den Wagen von meinem Bruder geliehen kriege, bin ich auf jeden Fall da. Es ist ja schlimm, dass du nicht bei der Beerdigung dabei sein konntest und dich dort nicht verabschieden konntest. Aber es ist ja eigentlich auch gut, dass du dich im Krankenhaus hast von ihr verabschieden können. Dass du doch die Gelegenheit wenigstens hattest, bei ihr zu sein. Ja, also vorher durfte ich sie ja nicht hochnehmen, weil sie an den Maschinen und alles war. Und sie hatte den Beatmungsschlauch noch drin gehabt, wo ich da war den Abend, um mich verabschiedet hat. Da durfte ich sie aber im Arm nehmen, weil die ganzen Infusionen und alles, das war ja schon, Medikamente war ja schon alles raus gewesen. Warst du da alleine mit ihr im Zimmer? Ich war ganz alleine bei ihr im Zimmer. Ich konnte sie hochnehmen, konnte sie festhalten, im Arm halten und alles. Und ja, mal seufzte so ein bisschen, da habe ich so gedacht, als wenn sie sagte, ja, mein Schatz, der ist hier und jetzt wird wieder alles gut, ne? Hast du gesagt? Habe ich zu ihr gesagt, dass ich da bin und dass sie kämpfen sollte, aber als der Arzt dann reinkam und mir dann offenbarte, dass sie hirntot ist und dass sie mich gar nicht mehr hörte, da brach ich mir eine Welt zusammen. Aber vielleicht hat sie doch irgendwie noch etwas wahrgenommen. Irgendwas vielleicht, man weiß es ja nicht. Ja, das ist es. Das rede ich mir auch immer ein, dass sie dann irgendwie, weil irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, als ich sie im Arm hatte, dass sie so einen Seufzer machte. Und das war schlimm für mich. Wie lange wart ihr zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre, ja. Lange Zeit. Am 1.1.2003 sind wir 6 Jahre zusammen. Und davon 3 Jahre verlobt. Ihr habt aber noch nicht zusammen gewohnt. Doch, ihr habt doch zusammen gewohnt. Die ganzen Jahre haben wir zusammen gewohnt. Das heißt, du bist jetzt auch in eurer gemeinsamen Wohnung. Richtig, ich habe ihre ganzen Anziehklamotten noch hier. Alles erinnert dich an sie. Ja, und ich kann da nicht dran gehen und die Sachen an der Seite tun. Ich kriege einen Weinkrampf, ich fange an zu zittern und... Hast du darüber nachgedacht, dass du vielleicht die Wohnung wechselst und eine ganz andere Wohnung ziehst? Ja, da bin ich jetzt schon am Suchen, dass ich eine andere Wohnung kriege. Ja. Ich habe hier eine große Wohnung von 130 Quadratmetern und für mich ist die zu groß. Ja, ist wahrscheinlich auch besser, weil diese Wohnung ja so mit euch besetzt ist, mit euren Erlebnissen und überall, die an jeder Ecke eine Erinnerung klebt,
an deine Freundin, an deine Verlobte? Ich habe schon Teilbilder von der Wand genommen, im Schrank reingetan, weil sonst renne ich hier alleine in der Wohnung an. Ich habe niemanden, mit dem ich reden kann. Das wollte ich dich gerade fragen. Du wirkst so unter großem Trauerdruck stehend. Du sprichst mit niemandem im Moment. Ich kann mit keinem sprechen. Meine Geschwister, die hören mir nicht zu. Die Freunde, die angeblich meine Freunde waren, die haben sich seit dem Tod von meiner Verlobten abgewandt. Die melden sich auch nicht mehr. Also ich bin zurzeit arbeitslos. Ich sitze den ganzen Tag hier in der Wohnung. Das auch noch. Das heißt, du bist gar nicht abgelenkt durch irgendetwas anderes. Richtig. Das ist das Schlimmste. Man kann mit keinem drüber reden, weil es keiner hören will. Die meinen, ach, werd du mit deiner Trauer selber fertig. Ne? Und das ist der dritte Mensch, den ich durch den Tod verloren habe, den ich über alles geliebt habe. Vor 9 Jahren ist meine Tochter verstorben. Plötzlich. Ja. Und ein Jahr zuvor mein Vater und jetzt mit mal meine Verlobte. Ich verstehe es nicht. Ich bin manchmal im Zweifel, lieber Gott, warum konntest du mir das antun? Warum konntest du mir den nächsten Menschen, den ich über alles liebe, wegnehmen? Also hast du mit deiner Verlobten mal über sowas Schlimmes gesprochen, dass so etwas eintreten könnte, dass einer von euch vielleicht plötzlich stirbt? Wir hatten mal so drüber gesprochen, dass wir uns gegenseitig absichern, dass wir Versicherungen abschließen, wenn mir was passiert, dass sie abgesichert ist oder wenn ihr was passiert, dass ich abgesichert bin. Das hatten wir alles noch vorgehabt, das wollten wir alles noch... Das habt ihr noch gar nicht gemacht? Das hatten wir noch gar nicht gemacht. Das ist das Schlimmste. Hatte sie denn eigentlich vorher schon mal irgendwelche Anzeichen dieser Art, dass sie irgendwelche Kopfschmerzen hatte oder irgendwas? Oder ist das wirklich ganz plötzlich gekommen? Sie hatte mal Tage gehabt, wo sie Kopfschmerzen gehabt hat, aber ich hatte da mit dem Arzt ja auch gesprochen, das kam jetzt nicht durch dieses Aneurysma. Lag am Wetter oder so. Also dieses, was sie jetzt hatte, das merkt man gar nicht. Das war wirklich ein ganz schlimmer Schicksalsschlag, das hätte man gar nicht vorher irgendwie diagnostizieren können oder... Nee. Nein, gar nichts. Das ist einfach ein... Der Arzt sagt, das ist im Kopf drin und das kann plötzlich platzen. Das kann fast jeder Mensch in sich haben. Bei dem einen geht's gut, der lebt sein Leben lang und bei manchen kann es passieren, dass es mit dem Mal platzt. Weißt du, Rolf, ich finde ganz wichtig, du hast gerade gesagt, dass du niemanden hast zum Sprechen. Und ich habe das wirklich gelernt, auch aus dieser Sendung hier, die ich ja nun lange schon mache. Wie unglaublich wichtig das ist, wenn Menschen jemanden verloren haben, dass sie ihre Trauer leben. Und die Trauer leben bedeutet auch, dass man spricht, dass man weint, dass man vielleicht gemeinsam weint, dass man sich jemandem öffnet. Ich würde dir so sehr dringend empfehlen, dass du dir Menschen suchst, mit denen du deine Trauer ausleben kannst. In Form von Selbsthilfegruppen, von Trauerseminaren werden wir dir gleich gerne behilflich sein. Wir sind hier ausgerüstet mit allerlei Informationen, auch diesbezüglich. Dass du irgendwo hingehst, wo Leute sind, die auch so etwas erlebt haben wie du. Dass ihr gemeinsam über euren Schmerz sprecht. Das wäre am besten, weil wenn das hier bei mir in der Nähe wäre, dass ich da hingehen kann. Weil alleine kriege ich das nicht gebacken. Wohnst du in einer Stadt? Ich wohne auf dem Dorf. Auf dem Dorf. Aber du hast ein Auto? Nee, auch nicht. Ach, ich bin im Bus fahren, aber das ist halb so wild. Aber in der Nähe ist schon ein größerer Ort oder eine Stadt? Das ist Paderborn. Ah ja, ja, da wird es das mit Sicherheit geben. Ganz sicher. Ganz sicher. Dass man da mal hingeht. Also Rolf. Jetzt, was ich noch sagen wollte, ich habe jetzt vom Bethel nochmal eine Einladung bekommen, eine Trauereinladung. Und die wird nächsten Monat sein und da werde ich mich auch anmelden, dass ich da hinfahren kann, dass ich mit anderen Betroffenen, weil da kommen mehrere auch hin. Ach so, die haben von sich aus dir eine Einladung geschickt. Ist das so eine Art Trauerseminar oder was ist das? Das ist ein, ja, kann man so sagen, ein Gedenken an die die dort auf der Station verstorben sind. Verstorben sind mehrere Personen, ja. Und da kommen alle Angehörigen dann zusammen. Ja, das finde ich zum Beispiel auch ein guter Ansatz. Aber es sollte zusätzlich sollten noch andere Dinge passieren. Und ich würde dich bitten, dass du auflegst und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an, mit dem du dich gerne auch noch weiter über deine Trauer unterhalten kannst und er wird dich noch versorgen mit der einen oder anderen Adresse. Ja? Das fände ich gut. Ralf, dann wünsche ich dir von Herzen viel Kraft für diese Zeit, die jetzt noch vor dir liegt, die sich auch lange noch dauern wird, wenn man so einen Schmerz hat.
hat ertragen müssen und verwinden muss. Mhm. Ich wünsche ihr alles Gute. Ja, und ich wünsche noch viel Glück mit deiner Sendung. Dankeschön, Ralf. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Birgit, 25 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo. Birgit, um was geht's denn? Also ich lebe seit anderthalb Jahren mit meinem Freund zusammen, der psychisch krank ist. Mhm. Der hatte mit 16 Jahren eine drogeninduzierte Psychose. Also der ist mit 12 angefangen zu kiffen und mit 16 hat sich das in einer Psychose ausgewirkt oder bemerkbar gemacht. Also eine schwere geistige Erkrankung, Störung, kann man sagen? Ja, Psychose bedeutet bei ihm, also er hat so psychotische Anfälle, in denen er in einer anderen Welt ist. Ja. Bei ihm dreht sich die Welt um den Teufel, um Gott, um Mafia, also total, ja. Wie oft hat er diese Anfälle? Also mit 16 hatte er so einen richtigen psychotischen Anfall, da ist er in eine Klinik gekommen und dann war eigentlich bis er 21 war immer wieder in einer Klinik oder in einem Erziehungsheim, weil er auch von zu Hause rausgeflogen ist. Mhm. Und ich habe ihn kennengelernt im Übergangswohnheim für psychisch Kranke. Mhm. Da habe ich gearbeitet und da habe ich ihn kennengelernt. Ja, und bist jetzt anderthalb Jahre mit ihm zusammen? Ja. Sagst du. Und er ist aber immer noch erkrankt? Das ist, also Psychose, ich weiß nicht, also manche haben nur einmal eine Psychose, das ist dann eine akute Psychose und bei ihm ist das chronisch. Und bei ihm ist das schon so mittlerweile, dass man das Gefühl hat, er lebt so gleichzeitig in zwei Welten. Mhm. Was also, ich mir sehr schwer vorstelle mit so einem Menschen dann permanent. Lebt ihr zusammen auch in einer Wohnung? Ja, wir haben bis vor kurzem zusammen gelebt, ja. Weil er nicht mehr in der Lage war, irgendwie alleine zu leben. Das heißt, er kann auch nicht arbeiten? Nein, er geht nicht arbeiten. Er hat es ein paar Mal probiert jetzt in den anderthalb Jahren. Und dann war das so, dass ich morgens mit ihm aufstehen musste, ihn zur Arbeit gefahren habe, ihn wieder abgeholt habe. Und das längste war circa 8 Wochen, dass er durchgehalten hat. Und dann hat er wieder aufgehört. Stelle ich mir sehr belastend vor als Partner. Ja, ist auch. Und nun bist du auch weggezogen von ihm, ausgezogen? Nein, er ist gegangen. Er ist gegangen? Ja. Und kann er denn alleine, kommt er denn alleine zurecht? Nee, er ist zu seinen Eltern gezogen. Mhm. Bist du jetzt getrennt von ihm oder wie ist das zu verstehen? Das weiß ich selber nicht so ganz genau. Also es ist immer so, das läuft eigentlich schon seit Januar so, dass er mal weggeht für 4 Wochen, dann kommt er wieder. Mhm. Das ist eigentlich schon anderthalb Jahre so, dass er zwischendurch immer wieder geht und wiederkommt. Waren jetzt diese Probleme, letztendlich eine dann auf der Beziehung lasten, aufgrund seiner Erkrankung, war das der Anlass deines Anrufes? Ja, mit. Und weil ich vor anderthalb Wochen festgestellt habe, dass ich schwanger bin. Ach, von ihm? Ja, klar. Naja, ich weiß nicht, hätte ja sein können. Diese Schwangerschaft, ist das für dich jetzt eine Freude? Oder ist ein großer Schock. Ein großer Schock, das heißt, du willst gar nicht schwanger sein? Nein. Und du willst auch nicht von ihm schwanger sein? Nein, ich bin seit längerer Zeit einfach mit mir am Ring, dass ich die Beziehung nicht mehr weiterführen möchte. Das ist mir zu anstrengend. Also es ist so, dass ich seit anderthalb Jahren meine ganze Kraft in diese Beziehung stecke und selber dabei also immer seine Wünsche erfülle. Und meine Wünsche kann er gar nicht erfüllen, weil er dazu gar nicht in der Lage ist. Ja, und deine Energiereserven dahin schwinden immer mehr. Die sind total weg. Ja. Also ich habe viel Freunde verloren. Was bedeutet jetzt diese Schwangerschaft? Bedeutet das, dass du darüber nachdenkst, dass du das Kind nicht haben möchtest? Ja, eigentlich wohl. Mhm. Also ich habe mit seinem Psychiater geredet und der sagte mir, dass er, also wenn er ganz ehrlich ist, sagen muss, dass mein Freund also eine ganz schlechte Prognose hat, was seine Krankheit betrifft. Mhm. Dass 10, also wenn wir jetzt mal sagen, 10 Leute haben diese Krankheit, 5 davon suizidgefährdet sind und sich vielleicht irgendwann das Leben nehmen. Mhm. Und die anderen 5 trifft man unter Brücken oder in irgendwelchen sozialen Einrichtungen, weil sie es nicht schaffen, allein ihr Leben hinzukriegen. Nun gut, das sind ja 2 verschiedene Sachen. Einmal die Prognose seiner Krankheit und auch die Wahrscheinlichkeit, die Unwahrscheinlichkeit, dass ihr zusammenbleibt auf der einen Seite. Und die andere Seite ist ja, du könntest ja sagen, egal was mit ihm ist oder was mit uns ist, ich will das Kind haben. Es ist ja halt auch mein Kind. Ja. Aber
ja, ich, wenn ich das jetzt behalten würde, dann bedeutet das, dass ich irgendwie mit ihm verbunden bleibe. Das bedeutet, dass er vielleicht irgendwann Rechte stellt, das Kind zu sehen, was ja auch okay wäre. Wo ich aber auch einfach Angst hätte. Weiß er das? Weiß er eigentlich, dass du schwanger bist? Ja. Was sagt er denn dazu? Ja, er wollte mir einen Brief schreiben, das hat er bis heute noch nicht gemacht. Also er hat sich bis heute darauf nicht mehr gemeldet. Er hat letzte Nacht angerufen, das bin ich von ihm auch gewohnt, und hat mich gefragt, ob ich wohl einen neuen Freund hätte. Mein Auto wird nicht vor der Tür stehen. Und dann hat er wieder aufgelegt. Du klingst so, wie du das erzählst, als würde so dahinter stehen, ich bin so ausgepowert, ich habe überhaupt keine Lust mehr, ich kann nicht mehr. Was heißt keine Lust mehr? Ich kann nicht mehr. Keine Kraft mehr. Lust ist nicht das richtige Wort. Ich habe keine Kraft mehr, ich kann nicht mehr. Ja. So erzählst du das. Und so ist es auch. Das waren so anstrengende 1,5 Jahre und ich habe mich so bemüht. Und er sagt nie Danke, im Gegenteil. Wenn irgendwas schief läuft in seinem Leben, dann ist das meine Schuld. Und seine ganze Familie ist so anstrengend. Die geben mir ständig für irgendwas die Schuld und ich habe keine Lust mehr. Ich will das Leben wieder zurückhaben. Ich will, dass es mir wieder gut geht. Ich will mir nicht ständig Sorgen machen müssen. Und nee, ich habe dazu keine Lust mehr. Aber ich glaube, dass du doch vertraut genug bist, auch mit dieser Erkrankung, dass das eigentlich fast schon normal ist, dass man als Partner so unglaublich beansprucht wird von solchen Menschen und man ihm unter Umständen vielleicht auch überhaupt gar nicht helfen kann damit, denn dass man doch zum Scheitern verurteilt ist. Ja, das war mir vorher nicht klar, aber das ist mir mittlerweile klar, weil er will auch gar nicht. Er will nicht, er benutzt teilweise auch dann seine Krankheit als Ausrede, dass er irgendwie morgens nicht aufstehen kann und vielleicht mal Frühstück machen kann oder keine Ahnung, hast du ein schlechtes Gewissen zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, ich trenne mich von dir? Ja. Ich habe das schon mal probiert und dann schreibt er Briefe und ruft an und es tut ihm alles so leid und ich soll ihm weiterhelfen und... Aber du liebst ihn nicht mehr. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das einfach kaputt gegangen ist die letzten 1,5 Jahre. Birgit, ich glaube, dass man nur auf der Basis des Mitgefühls und des Mitleides keine Beziehung führen darf. Ja, ich weiß. Man darf es auch nicht. Und das ist vielleicht hart jetzt im Moment für ihn, das glaube ich auch. Und es ist auch hart, das jetzt so zu sagen, was ich sage. Aber ich finde es völlig legitim und in Ordnung auch, wenn du sagst, nein, ich habe ja so viel gemacht und habe so viel Energie hineingelegt. Ich gehe jetzt. Auch wenn es für ihn vielleicht noch mal ganz schlimm ist. Aber ich glaube, dass ein jeder das verstehen wird und würde, wenn man das erzählt. Du liebst ihn nicht mehr, du kannst nicht mehr. Irgendwann bist du vielleicht auch krank. Und vielleicht bist du ja schon kurz davor, seelisch krank zu werden oder körperlich krank zu werden. Und wem ist dann damit geholfen? Ich finde es vertretbar und ich finde es auch richtig, wenn du jetzt sagst, lass uns trennen und wirklich einen Strich unter die Beziehung machen. Da ist natürlich jetzt das andere weitere Problem, dass du schwanger bist. Ich möchte hier keine Beratung führen, was Abtreibung ja oder nein anbelangt. Das musst du allein entscheiden. Das musst du entscheiden, natürlich mit den entsprechenden Beratungen. Du musst zu einer Beratungsstelle gehen, das ist ja auch ganz klar. Ja, das werde ich auch auf alle Fälle tun. Aber entscheide es so, wie du es für dich wirklich für richtig hältst. Wirklich für richtig hältst. Ja, ich brauche auch erstmal, ich bin ja noch nicht so weit und ich brauche einfach erst nochmal 2 Wochen irgendwie, um erstmal da runterzukommen, damit ich mich auf meine Sachen widmen kann und überlegen kann, was ich will. Ja, aber der allererste Schritt, den kann ich dir raten. Den würde ich dir auch, wenn wir uns das privat kennenlernen würden, den würde ich dir auch als Bekannter oder als Freund raten, dass du Abstand nehmen solltest oder eine Trennung vollziehen solltest von deinem Freund.
So dramatisch das vielleicht auch im ersten Moment jetzt wieder ist und du dir vorstellst, das wirft ihn vielleicht noch weiter zurück, das macht ihn noch kranker oder was weiß ich. Aber ich finde es nachvollziehbar und in Ordnung, wenn du das machst. So hart es ist, also während ich es ausspreche, ist mir durchaus bewusst, wie schlimm das für den Jungen dann auch ist. Aber ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Möchtest du mit meinem Psychologen auch noch mal ein bisschen reden? Ja, möchte ich wohl. Ja, das ist Johannes. Du legst auf und er ruft dich dann gleich an. Okay, kann danke vielleicht einen Moment schön dauern, weil er noch mit anderen im Gespräch ist, aber er ruft dich auf jeden Fall an. Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema Testamente. Ich möchte gerne mit euch reden, ob ihr schon ein Testament gemacht habt, was da alles drin steht. Oder ob ihr schon mal eine Erbschaft gemacht habt. Oder ob ihr in irgendeiner anderen Weise in einem Testament mal berücksichtigt wart. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt. Morgen die ganze Stunde Thema Testamente. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 geht es dann los. Anna, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Anna. Hallo. Da ist sie. Kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, schon. Okay, also ich bin total froh, dass ich jetzt endlich mal durchkommen bin. Ich versuche schon so lang. Mhm. Um was geht's denn, Anna? Ja, also ich weiß jetzt echt nicht ganz genau, wo ich anfangen soll. Also ich werde auch ziemlich von meiner Vergangenheit eingeholt. Das Problem ist, ich bin letztes Jahr im August bin ich vergewaltigt worden. Mhm. Und ja, also ich bin auch schon als Kind sexuell missbraucht worden über ein paar Jahre hinweg. Mhm. Und wie ist es zu der Vergewaltigung gekommen? Was ist da genau geschehen? Also die Sache war halt die, dass ich bin halt eben abends noch außer Haus, weil ich jemanden besuchen wollte. Und der Mann hat mich eben angesprochen. Und ich habe auch am Anfang... Ein Fremder auf der Straße? Es war ein Fremder, ja. Mhm. Und es war... Also ich bin da eben so an dem Fluss entlang gelaufen. Also es war auch da eben nichts los. Und ja, und er hat mich eben angesprochen und hat mich im Grunde eigentlich auch nur zuerst eben nach einer Zigarette gefragt. Und ich habe auch in dem Moment jetzt auch keine Angst gehabt oder nichts. Ich habe ihm halt dann ein paar Zigaretten gegeben, weil er mal leid getan hat. Mhm. Und ja, und er wollte sich dann am Anfang halt so mit mir so unterhalten. Und ich habe ihn halt einfach so irgendwie so reden lassen. Ich war im Gedanken eigentlich schon so, wie ich den Abend jetzt noch weiter zubringe. Und irgendwann hat er mich halt dann gefragt, er würde mir 50 Euro zahlen, wenn ich eben mit ihm schlafen würde, oder? Mhm. Und ich habe am Anfang irgendwie noch, habe ich halt irgendwie noch gesagt, ach ja, so Geld könnt ihr immer brauchen, aber nee, das Angebot, das muss ich leider ausschlagen und so. Und er hat dann nicht aufgehört und eben mich zu bedrängen und irgendwann hat er mich dann eben auf eine Bank geworfen und ja, und eben das Blöde war jetzt irgendwie so im Nachhinein, das ist auch das, was mir jetzt von allen Seiten vorgeworfen wird, auch von Polizei und so. Ich hätte bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Möglichkeiten gehabt, der Sache zu entkommen oder zu fliehen oder sonst was. Wie, das wirft die Polizei dir vor, dass du hättest fliehen können? Ja, zum einen das, ja. Also du hast ihn angezeigt. Die Polizei, ja, die Polizei ist eigentlich... Ja. Das war der Fehler? Ja, schon. Das war du siehst es als Fehler, dass du diesen Mann angezeigt hast? Ja. Bevor du das jetzt erklärst, nochmal ganz kurz zu dem Tathergang. Es ist dann passiert, er hat dich hingeschmissen auf eine Bank, wie du es gerade gesagt hast, und es ist geschehen. Ist er dann geflüchtet? Nein, er war halt dann fertig und hat sich noch abgeputzt und ist dann gegangen, ja. Was hast du dann direkt danach gemacht? Ich hab mich dann auch angezogen und habe mich dann auf den Weg zu einem Freund gemacht, der eben am Tag darauf Geburtstag hatte. Hast du da irgendetwas erzählt dann bei dem Freund?
Ja, habe ich dann schon und so. Und er hat eben dann auch gemeint und wischt, dass nur mal so eine Drecksau rumläuft und den zeigst an. Und das habe ich dann eben am nächsten Tag auch getan. Am nächsten Tag, so. Und jetzt sagst du, dass du es bereust, dass du deinen Vergewaltiger angezeigt hast. Warum? Ja. Ja, die Sache ist die, also ich habe jetzt erfahren, dass er vor 2 Jahren oder so war der Mann schon mal vor Gericht wegen einer Vergewaltigung und ist da aus Mangels an Beweisen freigesprochen worden. Mhm. Und die Sache ist halt eben jetzt die, dass mein Ex-Freund, also mit dem war ich 5 Jahre zusammen, der ist der Polizei als Drogenkonsument bekannt. Ich bin bei der Polizei insofern bekannt, dass ich 2 Suizidversuche hinter mir habe, dass ich mal in einem Supermarkt Katzenfutter gestohlen habe. Und von dem her bin auch ich da jetzt irgendwie schon von vornherein als asozial oder unglaubwürdig eben dargestellt worden. Aha. Inzwischen ist der Mann bis zur Verhandlung auf freiem Fuß. Ja. Ich werde man hat ihn erwischt dann. Jetzt mittlerweile. Ja, schon. Ja. Er war ja jetzt auch in 3/4 Jahren U-Haft. Und wie schnell hat man ihn erwischt danach? Ja, er hat ja seine Spuren an mir hinterlassen. Und da er eben auch kein unbeschriebenes Blatt ist, haben sie ihn 2 Tage später haben sie ihn dann gehabt. Aufgrund der Spuren, die er bei dir hinterlassen hat? Ja. Also seit DNA eben dann. Und ja, aber dann verstehe ich es nicht. Das heißt, dann kann man es doch wirklich nachweisen. Und ja, man kann halt eben nachweisen, dass wir Sex hatten. Aber man kann ja nicht nachweisen, dass es eine Vergewaltigung war. Und es geht halt jetzt eben, ja wie gesagt, ich muss da Glaubwürdigkeitsgutachten machen. Ich muss eben psychologische Gutachten über mich ergehen lassen. Und sei Anwältin, also man hat dann eben auch bei mir eine Haaranalyse gemacht bezüglich Drogen. Und also die Sache ist die, dass ich zwar nicht drogenabhängig bin oder regelmäßig irgendwelche Drogen konsumiere, aber ich habe halt irgendwie schon alles Mögliche halt schon mal ausprobiert. Das heißt, du bist jetzt im Moment in so einer richtigen Mühle, wo man dich auch durchleuchtet. Ja, es geht halt darum, dass ich inzwischen mehr Täter bin als er. Mhm. Also so fühle ich mich zumindest. So fühlst du dich. Oder so werde ich behandelt. Ja. Wie ist denn der Stand der Dinge? Im Moment, hast du jetzt alles über dich schon ergehen lassen oder müssen noch mehr Sachen gemacht werden? Ich muss jetzt eben nochmals zu so ein psychologisches Gutachten machen. Mhm. Und ja, aber der Termin von der Verhandlung ist noch immer, also steht noch immer in weiter Ferne und ist auch noch nicht bekannt. Und ich habe eben, also mir reicht es inzwischen wirklich. Also du bist so weit, dass du denkst, hätte ich doch bloß im Mund gehalten. Hätte gar nichts gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie selber besser und schneller erledigen können als jetzt die Polizei. Also ich habe irgendwie erfahren, dass mein Täter ist ein Junkie auch. Mhm. Und ich denke, nachdem ich ja auch ein paar Leute kenne oder so, ich denke, man hätte es auch ganz anders regeln können. Wie meinst du das? Ja, ich meine es halt so, keine Ahnung, vielleicht, dass ihm jemand eine Strychninblombe verkauft hat. Also, dass du eine persönliche Rache an ihm übst oder dass du ihn hättest zusammenschlagen lassen können von irgendjemandem. Ja. Nun gut, das ist ja nur auch nicht die Lösung. Ja, aber vielleicht würde ich mich dann besser fühlen, als jetzt, wo er frei rumläuft und wer weiß, was dann bei der Verhandlung rauskommt. So, und jetzt kann man natürlich das nachvollziehen, dass du sehr gebeutelt bist im Moment und sehr genervt. Andererseits finde ich es natürlich immer gut, wenn Anzeigen erstattet werden. Und wenn solche Männer dann auch wirklich die Strafe kriegen, die bei uns möglich ist. Jetzt kann ich dich eigentlich nur ermutigen, der ganze Apparat läuft ja, du kannst es ja nicht mehr zurückziehen. Außerdem hast du ja schon eine ganze Menge jetzt über dich ergehen lassen. Dass du jetzt auch tapfer dabei bleibst und das klar weiter im Auge behältst, dein Ziel, nämlich dass der vor Gericht kommt und dass der verurteilt wird. Und dass du es nicht einknickst. Aber ich weiß, ich kann es schon nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Es ist eigentlich bitter, dass das so ist. Weil das entmutigt natürlich auch viele andere Frauen, die in deiner Situation sind, diese Täter anzuzeigen. Bist du noch da? Ja, bist noch da. Ja, schon. Ja, aber wie gesagt, ich kann das einfach nur alles nicht mehr nachvollziehen, was da passiert. Hast du denn Beistand? Hast du guten Beistand? Hast du einen ordentlichen Rechtsanwalt zum Beispiel? Also, ich fühle mich recht allein. Mhm. Das heißt, du hast keinen Rechtsanwalt? Ja, doch, habe ich schon. Aber der ist nicht so. Der ist nicht so doll. Nee, ich weiß es nicht. Mhm. Seine ist halt echt sehr viel aktiver als meine. Mhm. Aber was gibt es für Alternativen?
Nee, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, ich kann es einfach nur alles nicht mehr nachvollziehen. Was ich jetzt auch noch ganz kurz sagen muss irgendwie. Ja. Weil ich höre die Musik schon. Wir sind gleich zu Ende, ja. Irgendwie, weil sie haben einen, sie haben dann eben seit DNA gehabt und wollten ihn zu Hause verhaften, ja, von seiner Wohnung. Alter, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Das kannst du nicht mehr erzählen, die Sendung ist gleich vorbei. Ja. Wir rufen dich, um auch nochmal ein bisschen zu reden, gleich nochmal an. Ne? So verbleiben wir mal. Bis gleich. Tschüss. In der Technik Jens Diegel. Morgen heißt unser Thema Testamente. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.